Hallo ihr Hübschen und herzlich willkommen hier zurück bei Lin News. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr kennt das Motto, Däumchen wären Träumchen. Und wer auch einen Daumen verdient hat, ist die US-Austauschschülerin Fedosa Aziz. Die hat nämlich einen Weg gefunden, TikTok auszutricksen. Und ihr kennt TikTok sicherlich. Entweder ihr seid genervt oder ihr seid Teil davon. Dazwischen gibt es im Prinzip nichts mehr. TikTok ist das derzeit am schnellsten wachsende soziale Medium oder soziale Netzwerk, das es weltweit gibt. Und es ist das erste aus China stammende Unternehmen, das es auch in den westlichen Markt geschafft hat und hier wächst wie blöde. Interessant dabei ist allerdings, dass TikTok, abgesehen davon, dass es eine brutale Datenkrake ist, auch in Sachen typisch chinesischer Zensur ganz weit vorne steht, obwohl man das immer wieder bestreitet. Schließlich verstoßen die Betreiber von TikTok damit gegen internationale Gesetze. Nun kommt es allerdings immer wieder vor, dass Menschen, die sich regimekritisch gegen China, speziell gegen die Regierung Pekings äußern, mir nix, dir nix gelöscht und wahlweise, wenn sie aus China sind, sogar strafrechtlich verfolgt werden. Wie kann das denn sein, wenn sie nicht überwachen und nicht zensieren? Wissen wir auch nicht, denn die fadenscheinigsten Begründungen werden für diese Kanalsperrungen an Land gezogen. Besagte Austauschstudentin Fedosa Aziz hat jetzt allerdings einen Weg gefunden, wie gesagt, TikTok zu hacken. Zumindest kurzzeitig, denn mittlerweile gibt es ihren Kanal auch nicht mehr. Sie bietet nämlich Beauty-Tutorials an, lächelt dabei in die Kamera und erzählt dann über die Zustände in Peking. First thing you need to do is grab your lash color, curl your lashes obviously, then you're gonna put them down and use your phone that you're using right now to search up what's happening in China, how they're getting concentration camps, throwing innocent Muslims in there. Über die Konzentrationslager, wie sie sie selber nennt, in denen zum Beispiel muslimische Familien eingepfercht werden. Und auch über die Zustände in Peking, wie Menschen überwacht, von der Staatsregierung und der Staatspolizei verschleppt, gefoltert und dann anschließend für schier unendliche Jahre weggesperrt werden. All das gilt Medienexperten und Journalisten mittlerweile als Beweis dafür, dass eben TikTok nicht nur die Meinung all seiner User, egal wo auf der Welt sie herkommen, zensiert, sondern dass die App, dass dieses soziale Netzwerk eben auch als totales Überwachungsorgan dient. An dieser Stelle kann ich zum Beispiel nur dazu aufrufen, TikTok zu löschen. Weil wer diese App benutzt, muss sich mit all dem eben genannten abfinden. Ah, oh Mann, nach dem Video kann ich nie wieder chinesisch Essen bestellen. Wer weiß, wer da an die Tür klopft. Also wenn ihr mich ab nächster Woche nicht mehr seht, war schön mit euch. Trotzdem gilt wie immer an dieser Stelle, nicht zuletzt auch für das Feedback-Format, meine Meinung ist meine Meinung, eure Meinung ist eure Meinung. Darüber können wir gerne in den Kommentaren diskutieren und ihr könnt da oben abstimmen, nämlich, ob es euch total egal ist, ihr wollt TikTok nur zum Spaß genießen oder ob ihr tatsächlich sagt, naja, ganz ehrlich, wenn das so eine Überwachungsdatenkrake ist, möchte ich das eigentlich nicht mehr benutzen. Oder ob ihr sagt, habe ich nie, ist mir völlig egal. Da abstimmen, da diskutieren und ihr kennt die Regel. Stellt euch hier mal einen Knopf vor. Wer ficken will, muss freundlich sein! Das Internet hat mal wieder einen völlig neuen Grad an What-the-Fuckigkeit erfunden. Und ich, wie könnte es anders sein, will euch das natürlich nicht vorenthalten. Nun, long story short, 3D-Pornografie und VR-Pornografie sind schon lange ein Ding. Dafür lassen sich professionelle Darsteller und Darstellerinnen Ganzkörper scannen von etlichen Kameras, sodass ihre 3D-Avatare dann in virtuelle, videospielartige VR-Simulationen übertragen werden können. Soweit, so gut. Schließlich wissen die, was sie tun und können damit, was weiß ich, ewig jung bleiben und haben dann die Rechte daran und verdienen Geld und dann kann Amazon nie wieder Dokus machen wie After Porn Ends. Oder war das Netflix? Ist auch egal. Denn damit endet Porn niemals. Und da das Internet for Porn ist, endet das Internet niemals. What the fuck, Alter? Was stimmt nicht mit dir? Das Problem ist natürlich auch hier. Wenn es eine Technologie gibt, kann sie potenziell missbraucht werden. Und das tun Leute in einer außerordentlich umstrittenen Grauzone. Mittlerweile ist es nämlich möglich, diese 3D-Avatare auch anhand von hochgeladenen Fotos beispielsweise zu erstellen, was immer wieder Leute dazu befähigt, zum Beispiel die Bilder ihres Ex-Freundes oder ihrer Ex-Freundin online zu stellen, hochzuladen und sich daraus einen 3D-Avatar zu createn. Nun, was heißt das im Umkehrschluss? Jemand hat Virtual Reality Sex
mit jemandem, der damit nicht einverstanden ist. Denn aktuell ist die Sach- und Gesetzeslage noch dermaßen im Grauzonenbereich, dass du das Einverständnis der Person, die du da einscannst, nicht brauchst. Das ist ein Riesenproblem und wir stehen hier kurz davor zu entscheiden, ob der uneingewilligte Sex mit 3D-Avataren sowas wie eine VR-Vergewaltigung ist? Ich überleg mal, wir sind im 21. Jahrhundert und wir müssen uns solche Fragen tatsächlich stellen. Denn es geht hier nicht nur um VR-Sex, nein, es geht hier auch um viel mehr. Es gibt mittlerweile Modifikationen, die es erlauben, Foltersimulationen zu erstellen. Und das zeigt uns, dass es mittlerweile hier auch darum geht, Gewalt gegen jemanden, dessen Foto man einfach einscannt und dann einen 3D-Avatar in der virtuellen Realität hat, auszuüben und ihn zum Beispiel zu foltern, zu fesseln, auf verschiedenste Art und Weisen, nun ja, seines Lebens zu entledigen. Okay, ich versuche das gerade alles noch zu umschreiben, dabei ist das Video eh schon wieder demonetarisiert. Sei es das Thumbnail oder das Thema. Ach, scheiß doch drauf. All das und welches Recht man an seinem eigenen virtuellen Ich hat, sind Dinge, die in Zukunft besprochen werden müssen. Und zwar lieber schneller als später. Also in Deutschland ungefähr in 55 Jahren. Deshalb meine Frage an euch. Sagt ihr, hey, VR tut doch niemandem weh? Oder sagt ihr, Moment mal, das geht gar nicht. Ich will weder, dass jemand mein Bild in Anführungsstrichen vergewaltigt, denn immerhin hast du keine Möglichkeit, dich dagegen zu wehren, dass jemand solche Services nutzt. Geschweige denn, willst du, dass jemand dein Bildnis, das er hochlädt, zu Klump schlägt oder foltert auf verschiedenste kreative Arten und Weisen durch eben die Modifikationen, die jetzt bereits existieren. Eure Meinung dazu bitte in die Comments. Bin super gespannt, was ihr darüber denkt. Oder ob ihr sagt, das Thema wird doch eh nur aufgebauscht. Wer macht das schon? PS, über 500.000 User zumindest schon mal. Just saying. Der sogenannte Islamische Staat gilt mittlerweile ja als besiegt und viele von uns haben da bestimmt auch aufgeatmet und sich gedacht, oh, endlich ist das vorbei. Nun stellt sich allerdings die Frage, ist es das wirklich? Denn obwohl zum Beispiel die meisten männlichen Kämpfer als besiegt gelten, viele von denen in Haft sitzen oder sich in kleinsten Splittergruppen auf der Flucht befinden, gilt die Gefahr an und für sich immer noch nicht als gebannt. Das musste auch Thilo Mischke, ihr kennt ihn sicherlich durch seine Dokumentartätigkeiten, die er im Privatfernsehen die meiste Zeit irgendwie macht, jetzt auf eindrucksvoll und eindrucksvoll schreckliche Art und Weise erfahren. Thilo Mischke war nämlich in einem Auffanglager für ehemalige IS-Anhänger und Anhängerinnen. Vor allem sind dort Frauen und ihre Familien, also Frauen und Kinder, eingepfercht. Eingepfercht sage ich deshalb, weil dort 70.000 Frauen und Kinder auf engstem Raum in Zeltlagerstätten in eben diesen Auffanglagern eingepfercht sind und, um sich das mal entgegenzusetzen, gegen 70.000 nur knapp 400 zumeist ehrenamtliche Helfer damit beschäftigt sind, das Ganze irgendwie, nun ja, am Laufen zu halten. Wer jetzt allerdings denkt, okay, die sind ja von ihrem Regime weg, die sind ja jetzt endlich weg davon und können normal weiterleben, weit gefehlt. Denn das ist eine ganz klassische Ghettoisierungssituation, die wir hier haben. Und das Problem ist, dass der Islamische Staat dort weiterlebt. Als wäre nie irgendwas gewesen. Immer wieder berichten zum Beispiel Frauen in diesen Ghetto-Lagern, wie ich sie jetzt einfach mal nenne, unter anderem davon, dass wenn sie dem Islam abschwören wollen, beziehungsweise nicht ihrer Religion, sondern eher dem Islamischen Staat abschwören wollen, ihre Religion können sie ja dabei beibehalten, denn das ist nicht zwangsweise eine komplett verquer bescheuert kriegerische Einstellung, dass dann nachts von anderen Frauen, Kindern und Familien generell zum Beispiel ihre Zelte angezündet werden, einfach in Brand gesteckt werden. Die Frauen sind drin, die Kinder sind drin, dieser Tod wird in Kauf genommen. Das ist dieselbe radikale Einstellung, die der IS über Jahre verfolgt hat, aufgrund dessen er Gräueltaten und Terrorakte verübt hat und das lebt dort weiter. Das schwelt und brodelt dort weiter vor sich hin. Und bringen wir es mal auf den Punkt, ihr könnt mir nicht erzählen, nur weil man die Männer aus dieser ganzen Sache irgendwie rausnimmt und extrahiert, dass das nicht weiterhin ein Problem ist. Okay, das ist jetzt ziemliches Hirngespinst, das gebe ich zu. Aber selbst wenn die sich organisieren, ob ihre Religion das nun mal zulässt oder nicht, sei dahingestellt, dass das eine völlige Steinzeitmethode ist, an die sie an ihr Leben rangehen, von mir aus, okay. Aber irgendwann kommen auch die vielleicht auf den Trichter zu sagen, Moment mal, wenn man uns unsere Männer nimmt, wenn man uns unseren Glauben an den
Islamischen Staat nimmt, dann müssen wir was dafür tun. Und dann sitzt davon vielleicht mal einer im Flugzeug und dann Dinge, die ich jetzt nicht laut ausspreche. Denn wie gesagt, das ist nur ein sich überschlagender Gedanke, den ich hier habe. Das ist kein Vorwurf oder irgendwas. Trotzdem kann man nicht 70.000 Menschen mit einer komplett radikalen Einstellung, die gebrainwashed sind bis zum Ende ihres Lebens, weil eben nur 400 freiwillige Helfer da sind, um das irgendwie unter Kontrolle, Kontrolle zu kriegen, auf sich allein gestellt lassen und erwarten, das wird schon alles gut werden. Ich persönlich bin gespannt, ob eine Berichterstattung irgendwie in der Lage ist, daran was zu ändern, ob vielleicht sich irgendwer findet, der sagt, okay, da muss mehr Geld reinfließen, um einfach mehr Leute davon zu überzeugen, mit diesen Menschen zu arbeiten und auch die Trauer und auch diese ganzen einschneidenden Erlebnisse, die diese Menschen hatten in ihrem Leben, irgendwie aufzuarbeiten. Und solange das nicht geschieht, geht von diesen Ghettozentren, die da geschaffen werden, an denen einfach vorbeigeguckt wird, als hätte man Scheuklappen auf, solange geht von denen eine unfassbare Gefahr aus. Tja, wir werden also in den nächsten Wochen, Monaten und wenn wir Pech haben, Jahren sehen, was daraus wird, wenn das weiter vor sich hin brodelt, siedet und schwelt. Und ich freue mich jetzt erstmal über euer Feedback, auf euer Feedback. Wünsche euch noch einen traumhaften Tag, denn nicht alles ist schlecht. In unserem neuen Podcast, übrigens in der Videobeschreibung verlinkt, wie könnte es anders sein, reden wir auch mal über die guten Dinge, die passieren, über die guten Leute, die Dinge passieren lassen, also über die Badass Motherfuckers of the Day, die einfach cool sind. Hört da gerne mal rein. Wir sehen uns spätestens nächste Woche wieder mit Lin News und einer weiteren Feedback-Folge. Und bis dahin, Freunde, ihr wisst Bescheid, macht euch noch einen traumhaften Tag. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Däumchen wie ein Träumchen, wollte er eigentlich sagen, hat aber seinen Text vergessen. Macht's nicht gut, macht's besser. Community High Five in 3, 2, 1. Bam!